Zwei Tote bei missglücktem Überholvorgang. Eine 21-jährige Autofahrerin will am Mittwochabend auf der B275 zwischen Gedern und Merkenfritz einen PKW überholen, als sie in den Gegenverkehr rauscht. Trotz unwetterartigen Starkregens setzt die Frau zum Überholmanöver an, bei dem sie frontal auf ein entgegenkommendes Fahrzeug prallt. Ein 22-jähriger Mann und seine 57-jährige Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, sterben noch an der Unfallstelle. Die Audi-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B275 ist für mehrere Stunden gesperrt worden.